Autofahren darf man vielleicht bald schon ab dem 16. Lebensjahr. Jedenfalls dann, wenn es nach dem CDU-Abgeordneten Peter Bläser geht. Bei den Hannoveranern stößt der Vorschlag eher auf Ablehnung. Das ist zu früh, würde ich sagen. Die Kinder sind da noch nicht mit dem Kopf bei der ganzen Sache. Kann ich also nicht empfehlen. Es reicht vollkommen mit 17. Ich habe auch mit 18 meinen gemacht, hat gereicht. Finde ich in Ordnung. Bei uns in der Schule hatten wir das ganz oft, dass die Leute nicht zur Schule kamen, weil sie halt nicht Auto fahren konnten. Und dadurch, dass das Abi jetzt auch ab 12, also nach 12 Jahren ist, sind die Leute ja auch immer viel jünger. Und deshalb finde ich das schon in Ordnung. Auf dem Lande ist das vielleicht tragbar, wenn die da so den Trecker fahren müssen. Deshalb besteht ja keine Gefahr, aber generell in der Großstadt finde ich das noch nicht so gut. Ich bin 16, dürfte ich fahren. Meine Kinder, meine Tochter braucht Führerschein schnell. Ist gut. Ja, finde ich ganz gut. Ja, ich würde es auch ganz cool finden eigentlich. Ich finde das in Ordnung. Nein. Gehört sich halt. Nein, das ist zu früh. Das ist nicht gut. Ja, weil manche 18-Jährige schon fahren wie die letzten Idioten. Und die 16-Jährigen, das wird ja noch verrückter, ne?